Willkommen zu diesem kleinen Luches Unboxing. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Sorry, wenn meine Haare ein bisschen zerzaust sind. Ich bin gestern noch baden gegangen. Ja. Egal. Hier ist die Luches und mach sie mal auf. So. Als erstes auf. Star Trek Prometheus. Irgendein kleines Büchlein. Der erste Star Trek Roman vom deutschen Autoren. Okay. Gut, dann. Luchest. Ich hoffe, das geht ein bisschen mit dem Licht. Blue Chest, Juli 16. Also, Feature Podcast ist Rumble Pack, hier. Und Feature Channel ist Taronimus 007. Gut. Dann haben wir als erstes ein T-Shirt. Mit dem T-Shirt werden zwei der größten Arztkonen der Fernsehgeschichten miteinander vereint. Während Dr. House den Menschen auf der Erde weiterhilft, kümmert sich Legendary McCoy 200 Jahre später um das Wohlergehen der Enterprise-Besatzung. So. Hier das T-Shirt. Ups. So hier. McCoy. So, T-Shirt hier. Schön, cool. Dann Uncharted Winlife-Figur. Hier. Es geht ein bisschen, spiegelt jetzt gerade ein bisschen. Mit Uncharted 4, This End Entwicklungsstudio, Naughty Dog, nun das offiziell das Ende der Uncharted-Reihe eingeläutet. Um die Trauer zu mindern, hat sich Nathan Drake nun ein letztes Mal auf den Weg gemacht und verabschiedet sich persönlich bei dir. Marktpreis 19,95 Euro und das T-Shirt hat 14,95 Euro. Hier. Das machen wir mal auf. Durch die Wohnung. Ach hier. Noch ein bisschen mehr. So. Ja. Oh. Hier, kleine Pistole. Das war's. Pistole, das muss ich jetzt angucken. Hier, Pistole. Yeah. Cool. Richtig cool. So, dann haben wir Super Mario Chain. Okay. Super Mario.
Ja. Und was haben wir? Komm mal raus. So. Hier das Fragezeichen. Cool, cool. Mit dem Mario-Sticker. Cool. Auf jeden Fall cool. Also auch richtig cool. Dann haben wir ja, also das heißt, die zahlreichen Charaktere des Super Mario Universums haben damals jeden von uns begleitet. Und dies tun sie auch heute noch. Mit dem Schlüsselanhänger hast du deine Kindheitshelden immer an deiner Seite. Marktpreis 1,95 €. Dann haben wir Herr der Ringe, Hobbit. Eine Tasse. Wir haben eine Tasse. Wieso? Geht die auf? Ups. So. Hobbit-Tasse. Hier. Sehr cool, muss man sagen, sehr cool. Hat einen Marktpreis von 7,95 €. Dann Star Trek Ranking. Wer braucht schon einen Goldketten und Diamantenringe, wenn man sich auch diesen Star Trek Pin mit dem Rang des Kapitäns schmücken kann? Ach du, wow! Das ist mal geil. Hier. Zum Beispiel hier ein T-Shirt und so. Das ist mal richtig schön. Hier so verpackt. So richtig schön, richtig schön. Muss man sagen. Upsala. So, hat einen Marktpreis von, habe ich das schon gesagt, 9,95 €. Marktpreis. Dann. Oh nee. Geht, sieht jetzt komisch aus, aber geht. Rainbow Drops. Auch cool. Dann das Plus, weil ich habe ja die Plus Box. Box, oder? Ice Cube Tray. Ah. Für eins. Ah, das ist cool. Also so, kann man hier Eiswürfel herstellen damit. Dann hat man so Gesichter. Das ist auch ganz cool. Hier sieht man so Gesichter. Auch ganz cool. Genau, und dann das, was ich vorher schon gezeigt habe. Gut, nochmal zur Wiederholung. Wir haben einmal das
T-Shirt mit dabei. Dann haben wir einmal dieser Mensch-Göckeli oder wie, oder Göckeli ist ein bisschen blöd, mein Mann hier dabei. So. Dann Mario Kart. Dann noch die die Hobbit-Tasse. Und haben wir noch dann hier Star Trek, da der Schmuck, die Rainbow Drops haben wir noch, das Plus Eiswürfel und dann noch das Heft, also das Büchlein. Das ist, das war die Loot Chest vom lieben Juli. Ganz cool. Ich würde mich aber danach schon wieder verabschieden. Wenn es euch gefallen hat mit diesem Unboxing, dann lasst mal Daumen nach oben da. Schreibt ein nächstes Kommentar. Bis bald. Tschüss.